Hallo, 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 ihr Lieben. Schönen Freitag und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Die Wunderwelt aus Papier. Letzte Woche haben wir ja eine Karte gebastelt, wo wir einen Herzausschnitt gehabt haben. Und da habe ich euch versprochen, ich werde noch eine Karte dazu basteln, wo wir den Innenteil vom Herz verwenden. Und das ist dabei entstanden. Ich liebe diese Karte. Ich habe mich jetzt nur mal total auf Muttertag fokussiert, aber selbstverständlich kann man die wunderbar für einen Geburtstag verwenden oder als Hochzeitskarte, wenn man innen einen Spruch hat mit Glückwunsch oder für euch oder was auch immer. Ihr könnt da auch Namen reinschreiben von dem Brautpaar. Also ihr habt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es muss nicht nur für Muttertag sein. Nur für mich hat sie jetzt natürlich Mama-Tag angeboten, logischerweise, nachdem ich ja gleich zwei liebe Mamas habe, die ich damit beschenken darf. Ja, so schaut also meine Karte aus. Und ich freue mich total, dass ich euch jetzt zeigen darf, wie ich sie ganz genau gemacht habe. Und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Und würde sagen, ich rede gar nicht mehr lang, sondern los geht's. So, dann legen wir los. Wir brauchen einen Grundweißfarbkarton, schneiden den zu auf 14 cm über die Länge, falzen bei 14 cm, knicken und schneiden wieder bei 14 cm ab. Dann brauchen wir nochmal ein Stück Restfarbkarton und holen schon mal das Herzerl vom Abdeckmaskenpapier von letzter Woche. Da schaue ich jetzt, wie groß mein Aufleger sein sollte. Bei mir sind es 13 x 13 cm. Gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Schmierpapier und legen uns das Herzerl schon mal drauf, beziehungsweise ich ziehe die Hälfte vom Herz schon ab, positioniere mir das noch mal kurz auf mein karierten Papier, dass ich mir leichter tue, das Herz halbwegs mittig zu positionieren. Lasst euch da ruhig ein bisschen Zeit, soll einfach schön ausschauen. Wenn es passt, dann kann man die eine Hälfte, wo man abgelöst hat, schon andrücken, die zweite Hälfte ablösen und auch die festdrücken. Jetzt brauchen wir natürlich Stempel. Da habe ich mich für die blühenden Herzen entschieden und habe mir da die zwei Blümchenstempel rausgeholt und die Herzstempel von dem Stempelset So süß. Finde ich einfach total nett. Die Blümchen werde ich jetzt in grün abstempeln. Da habe ich mich für die Stempelkissen grüner Apfel entschieden und mache bei alle Blümchen verwende ich einfach das grüne Apfel. Also da mache ich jetzt keinen Unterschied zwischen den großen Blümchen und den kleinen Blümchen, sondern die stempel ich alle gleich ab. Beim Abstempeln bitte den Stempel immer wieder auch ein bisschen drehen, so dass das Ganze lebendig ausschaut und nicht wie in einer Linie gestempelt so quasi. Die kleinen Blümchen, die stempel ich dann in die Zwischenräume rein, auch da immer wieder mal drehen und ruhig auch nur die Blätter unten verwenden. Das macht das Ganze dann wirklich schön und achtet darauf, auch immer wieder über die Ecken und über die Kanten rauszustempeln. Dann hole ich mir den neuen Roseton von die Incolor und verwende den für die ganzen Herzerl. Auch bei den Herzerl mache ich jetzt keine zwei verschiedenen Farben, sondern stempel alles in dem Rosé ab. Zuerst einmal die größeren, für die größeren freien Stellen und dann nur die kleineren, mit denen und zwischendrin so ein bisschen ausfülle. Und ja, einfach dem Ganzen nur ein bisschen lockeren Schliff verpasse. Wenn das geschafft ist, dann braucht man die Stampin' Blends zum Ausmalen. Und da mache ich immer ganz gerne auf einen kleinen Streifen grundweiß, gerade mal ein bisschen Probe, damit ich sehe, was für Farben möchte ich haben. Ich habe da jetzt einfach verschiedene Rosatöne verwendet, habe mich im Endprinzip für Flamingo-Rot und fürs neue Rosé entschieden. Auch bei den Grüntönen habe ich zuerst ein bisschen probiert und geschaut, was gefeiert mir, was für zwei Grüntöne finde ich schön miteinander und habe mich letzten Endes entschieden für grüner Apfel und Limette. Die großen Rosen färbe ich jetzt mit dem hellen Flamingo-Rot und setze die Schatten mit dem dunklen Flamingo-Rot. Auch da wieder nicht zu genau sein mit den Schatten, sondern einfach über diese grünen geriffelten Stellen drüber gehen, die die Rose hat. Dann passt das wunderbar. Schaut richtig gut aus. Ja, macht das Ganze richtig schön lebendig. Und auch da, bei mir läuft das jetzt natürlich mit dem Zeitraffer durch. Sehr, sehr schnell. Lasst euch da ruhig Zeit, spielt euch ein bisschen, es macht richtig Spaß und ist richtig eine nette Arbeit. Nur fürs Video, wenn ihr das jetzt in 1:1 durchlaufen lassen würde, dann wäre es total langweilig. Deswegen ist das auch
so ein dichtes Hintergrundpapier in Live zu gestalten, ist manchmal ein bisschen schwieriger, weil es einfach zu lang dauert mit dem Ausmalen. Dann war das eben einfach nicht so interessant zum Zuschauen. Deswegen eignet sich da jetzt natürlich so ein aufgezeichnetes Video dafür perfekt, würde ich mal sagen. Gut, okay, also jetzt haben wir mal die großen Blümchen mehr oder weniger schon durchgefärbelt und sind schon bei den Kleinen auch dabei. Und die Kleinen, die färble ich jetzt ein mit dem neuen Rosé, neue Inkala. Ich liebe die neuen Inkala, die sind so schön, oder? Jedenfalls auch da mache ich es so, dass ich die Blümchen selber zuerst im helleren Ton ausmale und dann mit dem dunkleren Ton einfach da, wo die grünen Streifen sind, sozusagen noch ein bisschen Schatten drauf sitzt. Bei den Blättern verwende ich für die kleinen Blümchen jetzt das Limette und da mache ich es ganz gleich, zuerst mit hell ausgemalt und dann mit dunkel bei den grünen Blattadern sozusagen gerade noch mal ein kleines bisschen drüber gemalt, gar nicht ganz genau, sondern ganz schnell, einfach so ein bisschen drauf gedupft sozusagen. Und bei den Rosen, da verwende ich jetzt grüner Apfel. Auch da wieder zuerst hell und dann mit dunkel nur draufgemalt. Kleiner wichtiger Tipp, malen Sie bitte nicht die Stellen, die beim Abdeckmaskenpapier drauf sind. Also nicht einfach alles anmalen, sondern lasst das Abdeckmaskenpapier frei. Da würden sich die Stampin' Blends durchdrücken, also durchbluten sozusagen. Und das war dann natürlich kontraproduktiv, weil wir wollen ja das Herz in der Mitte frei haben. Gut, damit wir jetzt den ganzen Effekt noch ein bisschen rausholen mit dem Herz, habe ich mich entschieden, mit dem Bürstal noch grünen Apfel aufzutragen und zwar relativ zart auf dem ganzen Papier und dann nochmal beim Herz kräftiger nachgemalt, sodass beim Herz einfach ein bisschen dunkler ist, dass sich das richtig schön satt dann raushebt. Jetzt müssen wir das Abdeckmaskenpapier, schweres Wort, vorsichtig runterlösen. Auch wenn das einreißt, keine Sorge, das lässt sich wirklich schön runterlösen vom Herzl. Und jetzt seht ihr schon, der Effekt ist natürlich schon super cool, aber ein klein bisschen hat es bei mir einfach ganz an die Ränder durchgeblutet. Und um das abzudecken und gleichzeitig das Herz nur ein bisschen schöner rauszuholen, habe ich den dunklen Flamingo-Rot Stampin' Blend genommen und das Herz einfach an der Kontur nochmal nachgezogen. Ich finde, schaut mega aus, total cool. Jetzt nehme ich mir von den blühenden Herzen nur den Alles-Liebe-Mama-Stempel. Dort decke ich mir wieder dieses Komma ab, weil ich das einfach schöner finde, wenn das da nicht drauf ist. Und mache mir einen Probestempel, da war ich zufrieden und damit habe ich dann das Dixo natürlich abgelöst und den Stempel aufgedrückt. Dann noch drei kleine Herzerl oben dazu und sowas für mich jetzt perfekt. So, dann müssen wir schauen, ob wir das Ganze noch irgendwie verschönern. Und da habe ich mich entschieden, nur ein bisschen von dem Online-Exklusiv-Band zu verwenden, und zwar das Silberne. Und habe mir das mal hinten draufgezogen und das Herz. Das war mir bei der ersten Runde noch ein klein wenig zu tief und von daher setze ich es jetzt gerade noch ums Kennen höher. Das geht mit unserem karierten Papier einfach total super, kann man sich schön daran ausrichten. Jetzt suche ich mir noch einen Untergrund, das Rosé, wo mir dann alles zusammen zu rosa, deshalb habe ich grüne Apfel genommen und das zugeschnitten auf 13,3 mal 13,3 cm. Mit dem Stampin' Seal Plus habe ich mir das Ganze dann aufgeklebt, schön plan. Und auch da wieder kleiner Tipp, drücken Sie den wirklich richtig gut an, dann brauchen Sie ihn gerade nach oben wegheben und es funktioniert wirklich super gut mit dem Stampin' Seal. Ich liebe diesen Kleber. Jetzt noch ein bisschen Glitzy natürlich, da verwende ich Wink auf Stella und zwar nur punktuell auf die Rosen. Also nicht die Rose komplett ausgemahlen, sondern nur so ein bisschen drauf gedupft. Und zum Schluss noch bei den drei kleinen Herzerl ein bisschen Wink auf Stella draufgegeben. Wunderbar. Ein paar Glitzis dürfen natürlich nicht fehlen. Und mittendrin beim Glitzis setzen ist mir aufgefallen, das Maschall fehlt noch. Also habe ich noch schnell ein Maschall gefriemelt, das Ganze mit einem Glue-Dot angeklebt und unter den Knopf nochmal ein zusammengefaltetes Glue-Dot drunter geben, sodass das Band an der Stelle wirklich gut an der Karte hält. Jetzt nur die restlichen Glitzis verteilt und Schluss. Fertig ist sie, das gute Stück. Ja, so schaut sie jetzt also aus, die Karte. Ich finde voll bärig, mir gefällt sie mega. Wenn sie Ihnen auch gefällt, schenken Sie mir bitte einen Daumen hoch. Und in dem Fall vielen Dank fürs Schauen und tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.